Ich zeige euch jetzt die ganzen Schlafplätze von unserem Sohn und wir haben einige davon zu Hause. Als allererstes auf der Couch. Hier legen wir ihn gerne hin, wenn wir abends Fernseher gucken und dann können wir ihn auch nebenbei beschäftigen. Dann unsere Wunderwiege, darin schläft er wie ein Teddybär. So sieht die übrigens von oben aus. Dann haben wir hier noch so ein Nestchen, da kann ich mich nämlich mit reinlegen. Das kann man so öffnen und ihn daneben. Dann haben wir noch unser Special-Bett. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Da kann man ihn drin anschnallen und dann bewegt sich das. Und mein Freund spielt da nebenbei immer Klavier, das liebt er. Draußen schläft er dann im Kinderzimmer. Wagen oder halt in der Babytrage, die ich jetzt hier gerade noch nicht zeige, aber es ist sehr kuschelig. Jetzt gehen wir einmal ins Babyzimmer. Da hat er nämlich auch sein eigenes Bett. Darin schläft er aber noch nicht. Er ist dann noch ein bisschen zu klein für, aber es ist auch richtig schön. Und jetzt ins Schlafzimmer. Er schläft mit mir im Bett. Und wir haben auch noch ein Beistellbett, aber das mag er noch nicht so. Aber man kann hier auch Musik anmachen und ja, dann findet er es eigentlich immer ganz interessant. Aber schlafen tut er bei mir im Bett.